Ja, die gute alte Zeit. Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, wie ich schon gesagt habe, die gute alte Zeit, die Zeit vergeht ohne Ende. Und ja, was auch vergeht, ist so die Gelassenheit bei manch einer Geschichte. Ich habe euch heute was mitgebracht, nämlich eine Geschichte von Autsch, dumm gelaufen. Und ja. Also, wie ihr wisst, ist mein Mac seit geraumer Zeit kaputt und funktioniert hier und da nicht. Und ja. Und meine größte Sorge war so, dass er vielleicht Viren oder Malware oder eben ein Trojaner oder irgendwie sowas hat. Und jetzt ist bei mir am Freitag. Freitag letzte Woche. Danach war ich auch erstmal so, ja, das war nicht so. Aber gut. Am Freitag letzte Woche war es dann so bei mir, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Ist jetzt so blöd, wenn man Hasen küsst und dann überall Reste. Ja, egal. Auf jeden Fall war es am Freitag dann so, dass ich, ja. Ich war Freitag, irgendwie konnte ich Freitag so gut wie nicht schlafen. Und dann habe ich aber von 1 bis 5 Uhr geschlafen. Und dann nochmal, dann bin ich aufgestanden und dann wollte ich eigentlich um 8 Uhr nochmal ins Bett gehen und weiterschlafen. Und habe aber davor nochmal gucken wollen, ob ich noch E-Mails bekommen habe oder irgendwie sowas. Im Nachhinein würde ich das nicht nochmal empfehlen. Es war dann auf jeden Fall so, dass ich dann meine E-Mails überprüft habe und dann war da tatsächlich eine E-Mail in meinem Spam-Ordner. Im Nachhinein betrachtet hätte ich vielleicht darauf achten sollen, dass es im Spam-Ordner ist. In der drin stand irgendwas, ich wäre auf einer Seite gewesen, auf einer Porno-Seite. Vorweg, auf der war ich mit Sicherheit nicht. Also, das habe ich nicht. Ich habe den Namen von der Seite gelesen und habe gedacht, da war ich doch nie drauf. Und war dann total verwirrt und überhaupt. Und dann stand da irgendwas von Malware und das war aber alles auf Englisch. Und dann habe ich so eine Panik bekommen. Ich weiß noch, ich war so nervös. Ich wusste dann in dem Moment echt nicht mehr, was ich machen soll, wie ich jetzt damit umgehen soll oder was da jetzt so ist. Und ich habe dann nur so überfliegen können und dann stand da irgendwas von, ich soll 977 € zahlen. Ich kann nur erzählen, wie ich es gelesen habe im ersten Moment. Im ersten Moment halt Dollar stand da. Für Dollar habe ich gelesen. Das war das, was ich in dieser Nachricht gelesen habe. Und da habe ich gedacht, oh nee, bitte nicht, bitte lass es nicht so ein Ding sein, wo die dann deinen Computer flachlegen und du gar nichts mehr mit deinem Computer machen kannst. Und was, wenn ich dann irgendwie durch ein Pop-up-Fenster doch auf der Seite war und dann doch so war und dann bin ich total wirr gewesen. Und ich war auch ehrlich gesagt total den Tränen nah. Das war dann wahrscheinlich hormonell bedingt, ja, sagen wir es einfach mal so. Was denn? Wenn man schon die Chance hat, muss man die Ausrede raushauen. Das war doch nur deine Tage, wenn ich mal die Seite. Nein, es war auf. Ach es war, weil ich meine Periode hatte. Ich hatte meine Periode ganz deftig und ich war eh schon so ein nervöses Hormonwrack und total den Tränen nahe und alles. Und dann kam auch noch das dazu. Und ja, es war nicht wegen der Pornoseite, Mama hat recht, dass ich das halt dazu sagen wollte. Aber ich fand diesen Gedanken, dass mir jemand sagt, dass ich auf so einer Seite war und mich da beschuldigt gefühlt, hat mich in dem Moment total, ja, total nervös gemacht. Also habe ich das gemacht, was alle Elenachen machen, wenn sie nervös werden. Ich bin zu meiner Mutter zum Bett gejumpt, wie so schnell ich konnte. Und habe meine Mutter geweckt mit den Worten: Mami, Mami, ich werde erpresst. Weil ich einfach in dem Moment, weil das Ding war, ja, das war nämlich die Besonderheit: die E-Mail ging an meine E-Mail-Adresse und da war ein uraltes Passwort von mir drin. Und ich habe in dem Moment gedacht: Oh nein, 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 was, wenn die doch wirklich und überhaupt und was, wenn die und so weiter.
Und ja, dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ich soll jetzt die Nachricht erstmal abfotografieren. Ich sag, das ist mal ruhig lassen. Kennst du vielleicht nicht meine Geschichte mal erzählen lassen? Und du warst nicht so brummelig in dem Moment, du warst sehr mitfühlend. Nee, du warst sehr mitfühlend und empathisch, fand ich. Vielleicht habe ich auch einfach die brummeligen Teile komplett überhört, kann auch sein. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mama gesagt hat, ich soll ein Foto davon machen. Weil ich versuche, die Geschichte auch ein bisschen kurz zu halten. Wir wollen ja jetzt nicht so strecken wie Content. Ja, und dann habe ich erst überhaupt nicht verstanden, was sie von mir wollte und habe so gedacht, was? Und was hat sie es und überhaupt? Und ja, und dann habe ich war so total so, also bei mir war Tunnelblick angesagt. Und ja, dann habe ich dann doch irgendwann, nachdem sie es mir das zweite, dritte Mal gesagt hat, entschuldigt mich mal ganz kurz, ihr werdet mal ganz kurz mich zur Seite wippen sehen, weil ich muss mal ganz kurz gucken, was dieser Hase treibt. Cool, eine uralte Amazon-Rezession zerfressen. Ja, auf jeden Fall. Oh, er spielt mit dem Ball, den er von seiner Oma geschenkt gekriegt hat. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann die Nachricht abfotografiert habe. Und vergesst nicht, meine Panik war, dass die meinen Computer flachlegen, also dass da nichts mehr geht und überhaupt. Und dann habe ich meiner Mutter diese Nachricht zukommen lassen. Und sie hat sie mir dann vorgelesen und übersetzt. Und ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass meine Mutter zumindest Englisch kann. Weil in der Nachricht stand drin, ich sei auf der Porno, also ich wäre auf dieser Porno-Seite gewesen und sie hätten mir eine Malware auf den Computer gespielt und hätten damit ein Video gedreht, wie ich auf dieser Porno-Seite war und parallel auf meine Kamera zugegriffen. Und als ich das so gehört habe, ist mir erstmal ein Licht aufgegangen. Die können da vielleicht, wenn sie auf meine Webcam zugreifen hätten können, und zwar nur zu diesem Zeitpunkt, weil das ist ja der Text gewesen, dann wäre da ja nichts passiert, weil ich ja nicht auf der Seite war. Dann der nächste Teil der Nachricht war, sie hätten dieses Video, würden sie jetzt an alle meine Kontakte weiterschicken, wo ich mir auch gedacht habe, okay, auf der E-Mail-Adresse habe ich keine Kontakte gespeichert. Das wäre eine Nullnummer in der Nummer. Ich habe aber dann im Nachhinein nur zur Sicherheit doch noch alle Kontakte aus der E-Mail-Adresse gelöscht. Sicher, geht sicher. Sicherheit geht first. Warte mal ganz kurz. Wir fressen keine Schuhe auf. Also wirklich, du bist doch kein Hund. ja. Und dann die nächste Nachricht, der nächste Teil der Nachricht war, ich könnte jetzt zwei Dinge tun. Ich könnte die Nachricht ignorieren, dann würden sie es an alle Leute schicken. Oder ich könnte ihnen diese $977 über Bitcoins überweisen. Ja, ich habe dann auf jeden Fall erstmal mir gedacht, so, also nur mal rein hypothetisch, so ein Video von mir wird existieren, habe ich mir gedacht, who cares, meine ganzen Bekannten und so weiter, für die wäre das wahrscheinlich ein schlimmerer Anblick als für mich. Und die wären schockierter als ich, wenn es sowas geben würde. Ich habe mir dann schon vorgestellt, wie die Verwandten das, welche Reaktion, ob ich Nachrichten von den Verwandten dann zugeschickt kriege und alles. Aber so wirklich Sorge habe ich mir dann nicht mehr gemacht. Aber dann war es tatsächlich so, dass ich dann hat meine Mutter gesagt, wir sollten das vielleicht aber dennoch, ich werde erpresst, wir müssen das BKA anrufen. Ja, das war einfach die erste Polizeistation, die mir in dem Moment eingefallen ist. Ich hätte auch die Bundeswehr in dem Moment gesagt, ich war so wirr, das war nicht mehr nett. Ja, und dann hat auf jeden Fall meine Mutter gesagt, ja, sie leitet es an einen Bekannten, der Polizist ist, weiter. Und sie fragt den, weil der für Cyberkriminalität zuständig ist, was der dazu sagt. Und ja, und dann war es so, dass ich habe dann versucht, wie sagt denn nicht Leo gerade im Mund? Ja, dann habe ich versucht, die Nachricht weiter zu schlafen, konnte dann aber nicht. Und habe dann halt nochmal gegoogelt ein bisschen und dann stand da auf
der Telekom Newsletter, dass es gerade so eine Masche sei und dass da nicht zu reagieren sei, dass aber einige schon gezahlt hätten und dass andere es eben gemeldet hätten und dass eben das so sei, dass man das ignorieren soll. Und meine Mutter hat dann auch noch zu passend von dem Bekannten, der Polizist ist, dieselbe Nachricht bekommen, mit dem Zusatz, dass er gesagt hat, ich könnte Anzeige gegen unbekannt stellen. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt mache oder nicht. Also rein so vom Gedanken des was Neues erleben, wird es mich reizen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie jemanden angezeigt. Das ist ja einfach was Neues. Aber ja, ich weiß noch nicht, was ich mache. Und im Moment haben wir dem Bekannten nochmal geschrieben, ob wir das machen sollen, ob das Sinn macht. Und wenn es Sinn macht, würde meine Mutter mit mir hingehen. Mhm. Entscheid dich mal! Meine Güte, ich sag ja, ich würde mit mir hingehen. Mhm. Hingehen zum... Mhm. Also weißt du, du bist gerade sehr anstrengend. Ja. Ich aber auch. Mhm. Aber weißt du was, im Gegensatz zu dir versuche ich zumindest Kriminelle aufzuhalten. Weil ich hinter mir weht hier ein Wonder Woman Cape Bernd, neben dir so eine Trauerblase hockt, die sagt, ich bin müde und lustlos. Also wirklich. Na gut, entschuldigt. Also meine Mutter würde nicht mit mir hingehen, aber vielleicht habe ich eine liebevollere Großmutter. Mhm. Oh. Vielleicht würde mich auch mein Hase fahren. Irgendjemand würde mich bestimmt prägen, mit mir da hingehen. Na gut, also ich weiß auf jeden Fall noch nicht, wie das weitergeht, aber ich werde euch unterhalb von dem Video auf dem Laufenden halten. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass mein kleiner Wirbelwind, der gerade sein halbes Spieleck ausgeräumt hat. Ja, ich hab's gesehen, Leo, ich hab's gesehen. Oh, wenn ihr das sehen könntet, das ist echt, als ob, das ist nicht mehr, nee, da kann man echt nichts mehr zu sagen. Naja, da erwartet mich jetzt eine Menge Arbeit, dem Hasen sein Spieleck wieder einzuräumen. Wieso gibt man dem Hasen auch so viel Spielzeug? Naja, ich will euch auf jeden Fall jetzt dieses Video jetzt beenden, weil die Moral der Geschichte... Recherchiert euch mal, ob es da irgendwelche Betrugsnummern gibt zu diesen Themen und dann kriegt ihr Panik. Und dann kann man immer noch zur Polizei gehen. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was weniger Substanz hat als die Tatsache, dass mein Hase gerade gefühlt unsere halbe Wohnung verwüstet hat. Und meine Mutter erst letzte Woche Staub gesaugt hat und jetzt der Hase den kompletten Dreck rausgrabt. Ich befürchte, ich bekomme heute noch Ärger. Sie nickt. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's hier und jetzt von meinem Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon was erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall dran machen, Leo dran zu hindern, unsere rechtliche Wohnung zu verwüsten. Und ja, wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Oh Mann, immer dieser Knopf, der ist so weit weg.